eine Schlüsselrolle beim Klimawandel oder bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen die erneuerbaren Energien. Und deren Rolle wird immer wichtiger. Vielleicht sollte man einige Sätze vorab, bevor wir auf das Thema erneuerbare Energien kommen, zum Thema Klimawandel sagen. Der Hintergrund ist das Pariser Klimaabkommen von Ende 2015, in dem das sogenannte 1,5-Grad-Ziel definiert wurde. Das heißt, man wollte die Erderwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts gegenüber dem Beginn der Industrialisierung auf 1,5 Grad begrenzen, um nicht dauerhaft einen Klimaschaden für die Erde zu haben. Dieses Abkommen ist von fast allen Ländern der Erde unterzeichnet worden und es ist extrem wichtig, dass jedes Land sich auch zu den Zielen, die es mitformuliert hat, in der Umsetzung bekennt. Wenn wir uns anschauen, wo wir im Moment stehen, 7 Jahre später, ist der Ausblick nicht besonders erfreuend. Wir haben 2020 einen Zuwachs an CO2 weltweit, allein der Zuwachs von ungefähr 2 Milliarden Tonnen CO2. Wir haben also nicht den Rückwärtsgang eingelegt, sondern es wird immer noch obendrauf gepackt auf die ohnehin vorhandene Belastung. Das 1,5-Grad-Ziel werden wir damit fett verfehlen. 2 Milliarden Tonnen CO2 oder Treibhausgasäquivalente, sagt man auch, weil auch andere Treibhausgase wie Methan und so weiter mitgezählt werden. Dieser Zuwachs ist, um einmal eine Größenordnung anzudeuten, etwa die dreifache Menge, die Deutschland im ganzen Jahr 2020 an Treibhausgasen emittiert hat. In Deutschland waren es 740 Millionen Tonnen CO2 und wir haben jetzt allein durch den globalen Zuwachs über 2 Milliarden. Das sind bedenkliche Zahlen. Gucken wir auf Deutschland selber, dann kann man sagen, wir haben ambitionierte Ziele, um den nationalen Beitrag für eine weitere Klimaschädigung der Erde zu leisten. Klimaneutralität in Deutschland ist auf mittlerweile 2045 festgelegt, die EU auf 2050 und die Stadt Lingen, nebenbei gesagt, leider auch nur auf 2050, aber immerhin. Entscheidend, um dieses Ziel bis 2045 der Klimaneutralität zu erreichen, ist, dass die erneuerbaren Energien entsprechend ausgebaut werden. Und das Ziel lautet 2030 in Deutschland 80% des Stroms durch erneuerbare Energien. 80%. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viel haben wir im Moment in Deutschland, dann stehen wir bei 42%. Das heißt, wir müssen allein der Zielsetzung wegen innerhalb weniger Jahre, innerhalb von 8 Jahren, fast eine Verdopplung erreichen. Da ist es jetzt interessant, mal auf das Endland zu schauen, wo stehen wir? Und da kann ich wirklich sagen, und das ist absolut positiv festzustellen, wir haben bei den Erneuerbaren einen Anteil von 140%. Das ist eine wirklich stramme Leistung und da dürfen die Emsländer auch wirklich mit zufrieden sein. Diese 140% sind nicht schlagartig gekommen, sondern sie haben sich sozusagen im Laufe der letzten 15 Jahre aufgebaut. Wir waren schon 2014 über 100% bei den erneuerbaren Energien. Das Emsland ist mit wenigen anderen Landkreisen deutschlandweit für diese Leistung ausgezeichnet worden. Insgesamt haben wir im Emsland hier eine Leistung von 1,8 Gigawatt
durch Wind, durch Solar und durch Biogas. Und wenn man sich den Hintergrund dazu anschauen will, ist ja gar nicht so schwer zu identifizieren. Wir sind ein Flächenlandkreis, wir haben eine relativ geringe Bevölkerungsdichte, wir haben viel landwirtschaftliche Fläche und wir sind natürlich begünstigt in Richtung Wind durch unseren küstennahen Standort. Schauen wir uns doch mal einfach diese verschiedenen erneuerbaren Energien an, die für diese 140%, die wir bis jetzt erreicht haben, maßgebend sind. Da ist zunächst die Windenergie und da haben wir die Situation, dass wir im Emsland etwa 550 Windkraftanlagen haben. Wir sind im Vergleich der Landkreise in Niedersachsen hier die Nummer 2. Die Nummer 1 ist ein ostfriesischer Landkreis, der Landkreis Aurich. Wenn man sich näher anschaut, wie im Emsland die Hintergründe sind, dann muss man sagen, die Landwirtschaft spielt hier eine wichtige Rolle. Vor allem spielt sie mit. Einerseits dadurch, dass entsprechende Standorte verpachtet werden durch Landwirte, die Eigentümer eben dieser Flächen sind, zum anderen aber auch, indem Landwirte selber investieren. Weniger als Einzelpersonen, aber oft in Zusammenhang mit anderen Landwirten im Rahmen einer Gruppe. Die Landwirtschaft ist also ein ganz wichtiger Player hier im Rahmen des Ausbaus der Windenergie immer gewesen. Schaut man allgemein auf die Windenergie, und das betrifft auch das Emsland, muss man sagen, in den letzten Jahren hat es leider Stagnation gegeben. Wir haben nicht durch die Bundespolitik die Rahmenbedingungen bekommen, um die Windenergie im Inland oder auch offshore in dem Maße auszubauen, wie wir es hätten tun können. Das fällt uns jetzt im Ukraine-Krieg, wo wir auch über Energiesicherheit sprechen, auf die Füße. Hätten wir mehr gemacht, hätten wir da auch mehr jetzt vorzuweisen. Und wenn man sich auf das Emsland konzentriert, kann man sagen, das Potenzial ist hier noch längst nicht ausgereizt. Wie gesagt, wir sind ein Flächenlandkreis und hier ist noch einiges mehr an Windenergie machbar. Es gibt ein regionales Raumordnungsprogramm, das benennt 33, ich glaube, das sind genau 33 Vorzugsflächen für den Ausbau von Windenergie. Das sind ein Prozent, etwa 1,5% der Kreisfläche. Seitens der Bundesregierung wird darum jetzt gerungen, oder es ist eigentlich schon feststehend, dass in Zukunft jedes Bundesland 2% der Fläche des Landes zur Verfügung stellen soll als Standort, potenzielle Standorte für Windenergie, und insofern hat auch das Emsland da noch Möglichkeiten. Der Landkreis selber hat eine Klimastrategie 2030 entwickelt, wo, wenn man sich die Vorlagen anschaut, drin steht, dass man gut etwas geleistet habe und vielleicht jetzt einen Gang niedriger schalten möchte, zumal es auch absehbar ist, dass es durchaus Konflikte geben könnte, dass die Akzeptanz sinkt und so weiter. Diese Strategie ist aber vor dem Ukraine-Krieg festgelegt worden. Wir reden jetzt nochmal über verschärfte Bedingungen und deswegen nehme ich an, dass auch der Landkreis an der Stelle nochmal nachbessern wird. Was die Akzeptanz angeht, gibt es ein probates Mittel, wie man die verbessern kann, nämlich zum Beispiel in der Richtung, dass die Investitionen und nicht an externe Investoren fließen. Das heißt, die Investitionen werden von ihnen gemacht, aber dass die Erlöse nicht an die extern fließen, sondern dass auch der Benefit meinetwegen den Kommunen und denen, die im Umkreis solcher Windenergieanlagen leben, zugutekommt. Was die solare Seite angeht, Solarenergie im Emsland,
Da ist es vielleicht überraschend, aber wir im Emsland sind die Nummer 1 in Niedersachsen. Wir haben 12,5% des Solarenergieanteils in Niedersachsen abgedeckt und haben über 10.000 Solaranlagen im Emsland installiert. Eine Untersuchung der Hochschule Osnabrück vom letzten Jahr betont ausdrücklich noch einmal, dass die Landwirtschaft da eine besondere gute Rolle gespielt hat, indem sie durch den massiven Ausbau von Stallflächen, von Flächen landwirtschaftlicher Gebäude dazu beigetragen hat, dass auch in der Größenordnung überhaupt Solaranlagen platziert werden konnten. Der Landkreis Emsland hat im vergangenen Jahr auch dieses Thema aufgegriffen und eine Solaroffensive formuliert, wo es darum geht, noch einmal zu schauen, was gemacht werden kann und sollte. Und diese Solaroffensive finde ich gut, wie sie formuliert wurde. Es werden sehr konkrete Ansatzpunkte genannt, wie man einen weiteren Ausbau machen kann, vom Solarkataster hin bis zur Bauleitplanung. Und ich bin da relativ optimistisch, dass es in der Richtung vorangehen wird. Wir sollten auch da ähnlich wie beim Windstrom darauf achten, dass der Grünstrom, den wir solar erzielen durch Photovoltaik, dass der nicht abgezogen wird nach außen durch Fernleitung beispielsweise, sondern dass er in der Region bleibt. Und wir sprechen mittlerweile von Sektorenkopplung, das heißt also Bereiche, die früher scharf getrennt waren, etwa bei der Mobilität im Pkw-Verkehr, die werden mittlerweile ganz anders betrachtet. Wenn wir E-Mobilität zum Beispiel haben, dann können wir den Grünstrom, den wir hier erzielen, sehr gut dafür gebrauchen, genauso wie wir in Baugebieten die Wärmepumpen gebrauchen können, die in Zukunft ja über Strom funktionieren, oder natürlich auch im Bereich des Wasserstoffs, wo wir entsprechend mit grünem Strom sozusagen das Wasser aufspalten. Der dritte Bereich, Biogas, spielt im Emsland auch eine bedeutende Rolle und auch da sind wir tatsächlich die Nummer 1 in Niedersachsen. Wir haben im Emsland ca. 180 Biogasanlagen, in Deutschland übrigens insgesamt etwa 9.500. Die Boomjahre der Biogasanlagen sind allerdings sozusagen schon etwas weiter zurückliegend. Die waren von 2007 bis 2014, wie man an den Zahlen ablesen kann. Dann wurde die Förderung gesenkt und entsprechend ließen auch die Investitionen nach. Die Biogasanlagen haben gegenüber dem Wind und dem Solar der Solarenergie natürlich einen entscheidenden Vorteil. Sie sind wetterunabhängig. Das heißt also, die sogenannte Dunkelflaute, die man ja oft zitiert, wenn es um erneuerbare Energien geht, die Sonne ist nicht da, der Wind ist nicht da, ist bei Biogas kein Thema. Und Biogas hat einen weiteren Vorteil. Es wird nicht nur Strom produziert, sondern auch Wärme. Und die Abgabe von Wärme beispielsweise in Verbindung mit Stromproduktion wird im Emsland auch durchaus realistisch und anschaubar gemacht. Ich brauche nur ein paar Kilometer weiter hier von meinem Haus aus nach Dahlem gehen. Da können wir sehen, wie über die Biogasanlagen verschiedene kommunale Einrichtungen tatsächlich mit Wärme versorgt werden. Aber Biogasanlagen, das wissen wir, standen und stehen auch gleichzeitig in der Kritik, zu Recht meines Erachtens. Es geht darum, vor allem, wie diese Anlagen gefüttert werden. Das heißt, wenn wir von Fütterung sprechen, vor allem die Fütterung durch Futtermittel und durch Nahrungsmittel, also sprich Mais, Getreide, Zuckerrüben und so weiter. Und hinzu kommt Kritik in Richtung Lärm, Verkehrsaufkommen, Gerüche und so fort. Das hat dazu geführt, dass die Biogasanlagen sich
auf Dauer einen schlechten Ruf erarbeitet haben, der eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Mittlerweile gibt es Vorschriften vom letzten Jahr, einen sogenannten Maisdeckel, wie er so schön heißt. Der schreibt vor, dass nur noch 40% des Eintrags in Biogasanlagen über Mais abgedeckt werden dürfen. Aber das ist meines Erachtens immer noch nicht ausreichend. Auch vor allem nicht ausreichend, um das, was wir hier als Vermeisung der Landschaft bezeichnen, abzustellen. Es gibt viel bessere Möglichkeiten, Biogasanlagen zu betreiben. Ich schaue da immer nach Dänemark. Die haben einfach das ganze System anders aufgezogen. Die haben nicht so viele Biogasanlagen gemacht, sondern die haben zentrale Biogasanlagen, die einen Radius von etwa 25 Kilometern abdecken. Die werden auch mit, wie hier, mit Gülle und Exkrementen gefüttert, aber eben dann nicht durch nachwachsende Rohstoffe, sondern durch Bioabfälle und vor allem auch durch Lebensmittelabfälle. Und das hat sich sehr bewährt. Das System geht auf, die Kritik ist nicht da und vielleicht würde es sich mal lohnen, einen schärferen Blick nach Dänemark zu werfen. Es gibt auch andere interessante Versuche, allerdings nur, Dänemark ist Realität, Versuche gibt es in Baden-Württemberg, wo man bewusst versucht, mit Wildpflanzen zu arbeiten, die man extra zum Zwecke der Verfütterung in Biogasanlagen anpflanzt. Die Erträge sind natürlich nicht so hoch, als wenn ich Mais nehme, das weiß man auch, aber ich denke, Kompromisswege werden sich finden lassen und es ist die Sache wert, sich da mal näher mit zu befassen.